Tavion. Genug damit. Ah, Kyles guter Schüler. Du kommst zu spät. Bald wird Marka Ragnos zurückkehren und die Jedi auslöschen. Die Sith werden regieren. Du irrst dich. Kyle hat mir alles über dich erzählt. Wie du weggekrochen bist, als er dich besiegt hat. Ruhe, Schüler! Ich besiegle Kyle Katarns Scheitern! Mein Sieg? Roshs Verfehlung und jetzt auch dein Tod werden ihn zur dunklen Seite führen. Niemals! Katarns Schüler! Verweigert sich mir. Bei der Macht, Marka Ragnos? Ein Jedi-Kind wird meine Rückkehr nicht verhindern. Jedi-Ritter heißt das, Ragnos. Du wirst vor mir niederknien, Jedi. Es ist vorbei. Ragnos steht nicht wieder auf. Das Zepter ist zerstört.
Und Tavion? Tot. Ragnos hatte von ihr Besitz ergriffen. Ihr Körper konnte dem nicht widerstehen. Als sich das Zepter zerstörte, verließ Ragnos ihren Körper und nichts blieb zurück. Jaden, du hast mehr getan, als wir je gehofft hatten. Du bist jetzt ein wahrer Jedi. Vielen Dank, Meister Skywalker. Aber das hätte ich niemals ohne Kyle geschafft. Genug der Gefühlsduselei. Lasst uns von hier verschwinden. Ich habe eine Nachricht von der Neuen Republik. Die Imperialen, die Jünger Ragnos unterstützten, wurden besiegt und die restlichen Kultanhänger vertrieben. Sie scheinen ihre Kraft verloren zu haben, als das Zepter zerstört wurde. Hoffentlich sehen wir die niemals wieder. Wenn ich eines gelernt habe, dann niemals nie zu sagen. Rosh, hoffentlich hat dich deine Erfahrung die nötige Geduld und Bescheidenheit gelehrt, damit aus dir eines Tages auch ein wahrer Jedi wird. Jawohl, Meister Skywalker. Vielen Dank. Jaden. Du hast tapfer gekämpft, der dunklen Seite widerstanden und einen anderen Jedi vor dem sicheren Tod bewahrt. Du bist ein wichtiges Mitglied des Jedi-Ordens. Das hast du dir verdient, Jaden. Du bist der beste meiner Schüler und ein großartiger Jedi. Danke, euch beiden. Es wartet noch eine ganze Galaxis voller Probleme auf uns. Bist du bereit für die nächste Mission? Wie der Zufall es so will,